Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und wie ihr schon seht, es geht um Train Sim World 3. Ich dachte ganz ehrlich, ich muss hier kein Video dazu machen, dass ein neues Train Sim World kommt. Aber ja, ganz typisch, Dovetail Games kommt wieder ein neues Train Sim World. Und das dürfen wir uns natürlich wieder neu kaufen. Ja, in dem Video werden wir mal zu den Features eingehen, die bei Train Sim World 3 mit dabei sind und was der ganze Spaß kosten wird. Und was meine Gedanken zu dem Ganzen sind. Ich würde sagen, als erster schauen wir uns mal den Präsentationstrailer an von Train Sim World und dann geht's weiter. Work in, no time card. Lace them up, yeah, lace them up. And if they sleep, then we about to go and wake them up. Get out the way. Get out the way. Get out the way. I'm coming right for you. One look at me, I'll show you that I'm real. I do the work, turn your turf to a battlefield. Click, clack. Click, clack. Click, clack. Und das war der offizielle Trailer von Train Sim World 3. Man sieht nicht wirklich viel, aber die Musik ist cool. Die hat schon irgendwie was. Ja, kommen wir mal auf die Strecken, die bei Train Sim World mit dabei sind. Offiziell sagen sie, es sind 4 neue Strecken und ich sage, es sind eigentlich nur 2 neue Strecken, die wirklich interessant sind. Aber gehen wir mal von oben nach unten durch. Die Southern High Speed Strecke, also die London, Ashford und Faceham, da ein Screenshot im Hintergrund, wurde erweitert und zwar um 45 Meilen und die Strecke ist jetzt damit insgesamt 89 Meilen, sprich 143 Kilometer lang. Und das ist so ein Keypoint, wo sie jetzt sagen, das ist jetzt das Coole mit Train Sim World 3, da gibt es einfach längere Strecken. Ja, dafür gibt es einen Pluspunkt, das habe ich mir schon lange gewünscht, dass die Strecken in Train Sim World 3 mal endlich länger werden. Bin ich schon mal gespannt. Die Strecke bekommt ihr kostenlos, wenn ihr die London, Ashford und Faceham Linie bereits für Train Sim World 2 habt. Das ist schon mal eine gute Sache. Ansonsten kostet es natürlich, je nach Edition, UK Starter Pack wäre 35,99 €. Yay! Okay, kommen wir zu der nächsten Strecke. Also wie gesagt, das ist für mich wirklich eine neue Strecke. Das ist eine Erweiterung von der bestehenden Strecke. So. Die nächste neue Strecke mit Train Sim World 3 ist der Cayenne Pass. Und die Strecke ist recht lang mit 136 Kilometer. Also nicht schlecht, also da kann man ein bisschen rumfahren. Als Rollmaterial haben wir die BNSF-Lokomotiven ES44C4 und die ST42. Und wer jetzt TS Classic spielt, der weiß, die Strecke ist eigentlich gar nicht neu. Also wie gesagt, die gibt es eigentlich schon in TS Classic und da war sogar noch die F7 mit dabei. Aber jetzt halt neu für den Train Sim World 3. Wird bestimmt spaßig, vor allem für alle Leute, die ein bisschen amerikanisches Rollmaterial mögen und entsprechend mit den schweren Güterzügen da fahren wollen. Ja, ist jetzt die erste neue Strecke für mich, die es jetzt so noch gar nicht gegeben hat in Train Sim World 3. Damit kommen wir zu der zweiten neuen Strecke eigentlich für den Train Sim World 3 und zwar ist es die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg und da sind wir mit dem ICE 1 unterwegs und das wird die längste Strecke sein, die je für Train Sim World rausgekommen ist. Wir haben eine Gesamtstreckenlänge von 186 Kilometer. Dafür gibt es schon mal einen Pluspunkt auf meiner Seite. Und die Strecke ist sehr malerisch, wir haben einige Viadukte, einen Haufen Tunneln und auf der Strecke wird es Personen sowie halt ganz klassischen Güterdienst geben. Mehr Infos haben wir zu der Strecke noch nicht, aber haben wir auch schon im Teaser kurz gesehen und da gibt es auch ein paar, ja ich sage mal, aufgehübschte Bilder diesbezüglich. Auf die Strecke bin ich schon mal gespannt und das ist die zweite neue Strecke. Die dritte neue Strecke ist eigentlich nicht wirklich eine Strecke, sondern es ist das sogenannte Testcenter bzw. das Training Center. Und ja, die Strecke ist überhaupt nicht neu. Hier mal gerade der Plan von Dovetail Games, von der Skizze. Und ja, der eine oder andere sollte die Strecke wiedererkennen können. Das ist nämlich die Wegberg Wildenwurf Teststrecke und die gab es auch schon für den TS Classic, bzw. TS 2020, 2019, je nachdem, welche Version man nehmen will.
Und da haben sie das auch schon probiert, dass sie hier einen Testtrack machen, wo du halt die ganzen Logs etc. testen kannst. Kannst du ja auch. Wurde nur kaum genutzt. Jedenfalls gibt es dieses Testcenter jetzt auch für den Trainseam World 3 als neues Feature. Und dort werden dann quasi die ganzen Tutorials gemacht zu den Logs. Und man will da quasi ein bisschen Wiederholungen vermeiden, wie schau nach oben, schau nach unten etc., dass man das alles da drin macht. Das ist ein guter Punkt, aber die Strecke ist halt keineswegs neu. Ich gehe mal auf die offiziellen Features ein, das steht tatsächlich so in der Roadmap drin. Ich lese mal kurz vor. Die Sitzgelegenheit, überall auf dem Gelände gibt es verschiedene Bänke und Sitze, die alle interaktiv sind, auf denen du dich zurücklehnen und einfach die Aussicht genießen kannst. Das ist ein Feature. Naturreservat, mach einen Spaziergang durch die Umgebung und mache Deckung aller Art. Auch ein Feature. Und Zugang für alle. Die Anlage ist für alle Arten und Größen von Zügen geeignet. Was müsstest du mit dem Szenarioplaner testen? Also du kannst hier wirklich alles drauf schießen, was du willst. Das geht übrigens auch jetzt schon in Trainseam World 2. Dann gibt es natürlich Sammelobjekte und neue Höhen. Nicht nur die Sitze sind aktiv, sondern auch Leitern. Wir können jetzt auf Leitern rauf. Au! Und Zitat, wir lieben es, Screenshots von Zügen zu machen, deshalb wurde die Welt so gestaltet, dass die Züge so fotogen wie möglich sind. Es ist ja peinlich. Aber jetzt also haben sie ein Testcenter jetzt wieder drin, was sie schon mal gemacht haben, und machen da jetzt die ganzen Tutorials. Ja, für das braucht man eine ganz neue Version von Trainseam World, was man sich neu kaufen muss. Ihr seht, wo das Ganze hingeht, das ist echt furchtbar. Ja, dann die vierte Strecke, die für mich nicht neu ist. Das ist die Liverpool-Limesuit-Strecke, wo man mit der Dampflok rumfahren können. Die wird aber überarbeitet mit den ganzen neuen Features und Effekten, die mit Trainseam World 3 kommen. Wer die Strecke schon für den Trainseam World 2 hat, bekommt die Strecke kostenlos. Unter Anführungszeichen. Ihr müsst euch ja... Nein, eigentlich ist es nicht kostenlos, weil ihr müsst euch ja Trainseam World 3 kaufen. Also wenn man so will. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, dass wir mal kurz auf die unterschiedlichen Versionen von Trainseam World 3 eingehen und was der ganze Spaß denn so kosten wird. Und damit kommen wir hier zu den aktuellen Versionen, die es für Trainseam World 3 gibt. Und zwar sind es 6 an der Zahl. Wir haben einerseits die Starter Packs in den unterschiedlichen Fahrzeugen, kosten alle 35,99 € oder sagen wir mal 36. Kommt dann je nachdem, also alle haben das Training Center, das ja. Weiß nicht, warum man das da so als Feature mit dazu nimmt, wenn es eher Tutorial Ground ist, aber ja, haben halt alle. Und dann je nachdem gibt es dann halt den Canyon Pass als neue Strecke, wenn ihr den haben wollt, oder die Schnellfahrstrecke Kassel oder das Auf- und Highspeed oder Spirit of Steam. Die unteren beiden, also die Personen könnt ihr dann eigentlich schon mal ausgrenzen, also die UK Starter und Spirit of Steam Starter Pack. Wenn ihr die beiden Strecken schon habt oder eine von beiden, dann wäre eigentlich interessant die German Starter Pack. Da ist halt die erste neue Strecke mit dabei, wer die haben möchte. Und ansonsten wäre Starter halt nur mit Canyon Pass. Dann die Standard Edition für 44,99 € bzw. 45 €. Da habt ihr interessanterweise alle Strecken mit dabei, bis auf Spirit of Steam. Außer, ja, ihr habt es halt schon. Und da kriegt sie einen wahnsinnig tollen Pre-Order-Bonus. Und der ist 4 Tage Early Access. Plus noch so ein Bonus-Decal-Pack. Ja, und dann die Ultra-Super-Mega-Deluxe-Fassung für knapp 60 €. Und da gibt es momentan 10% Rabatt. Da habt ihr dann alles mit dabei. Rentiert sich aber nicht wirklich, wie gesagt, wenn ihr schon 2 Strecken habt davon. Muss jeder selber wissen, was er hier nehmen will. Also, wow. Es ist echt krass, wie man das gleiche Spiel einfach nochmal verkaufen kann. Und halt einfach mit ein paar Strecken dazu. Das Es gibt natürlich jetzt ein paar Features, auf die wir jetzt eingehen, die sie jetzt stark ja, bewerben. Das war einerseits das Wettersystem. Das ist komplett überarbeitet worden, hat jetzt wesentlich bessere Effekte. Der Schnee zum Beispiel hat wie so Partikeleffekte, da bleibt dann auch liegen. Dann ist die Schiene quasi nicht wie frei wie in Trainseam World 2, sondern man sieht dann wirklich so Schneehaufen rundherum. Dann das Licht wurde natürlicher gemacht, dass es wesentlich mehr an die Realität rankommt, als bis jetzt bei Trainseam World
2 der Fall ist. Und Performance-Optimierung gab es natürlich auch noch. Ich gehe mal ganz kurz in mein Cheat-Sheet rein, was ich mir dann notiert habe diesbezüglich. Genau. Dynamisches Wetter, habe ich schon gesagt. Aktualisiert die Beleuchtung, visuelle Effekte, das Ausbildungszentrum. Audio wurde komplett überarbeitet. Wir haben neue 3D-Modelle von den Personen da für uns. Und das Wetter funktioniert ähnlich wie das Dynamic Weather von Armstrong Powerhouse, wer das schon kennt. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn das noch jemand noch mit hat. Und ja, für das Ganze braucht man eine komplett neue Version. Man hat jetzt da nicht Transient World 2 irgendwie verbessern können mit einem Update und einem Patch und dann bringt man DLCs raus. Für mich ist es Transcam World 3. Das ist unfassbar und jedes Mal sind sie es ab, wie schon auch bei TS Classic. Das regt mich auf, sowas, dass man Spiele einfach versucht, wieder zu machen. After Games ist einfach so ein schlechter Publisher, wenn es um das geht. Und dann fixen sie noch nicht mal die alten Strecken. Wie zum Beispiel die TGV-Strecke hat Bugs drin und es hat nicht einmal einen Patch gekriegt. Ich finde es furchtbar, ganz ehrlich. Und da ist mal eure Meinung gefragt. Wie steht ihr zu Transcam World 3? Wie ist eure Meinung? Wollt ihr euch das kaufen? Also müsst ihr de facto eigentlich, wenn ihr aktuell einen Content haben wollt, denn Transcam World 2 wird wie Transcam World 1 sterben, sobald die 3er draußen ist. Ziemlich sicher sogar. Und die Preservation Crew kümmert sich dann auch noch um Transcam World 3. Ja, so viel zur Ankündigung. Also ich bin pissed. Und ja, mal schauen. Ich werde es natürlich für euch angucken, aber ich finde es einfach unglaublich, wie DDG einfach das Geld aus den Taschen der Leute zieht und damit dann noch teilweise durchkommt. Irre. Also, bis denn dann.